Willkommen zurück zu Alvas Legacy. Und ja, ich kreuche und fleuche hier so irgendwie rum. Versuche hier irgendwo einen Weg zu finden. Aber so wirklich will er sich nicht finden lassen von mir, der Weg. Lass mal ganz kurz auffüllen. Das hilft nicht. Ach, danke. Ich finde hier aber auch nichts weiter. Oh. Tro, du bist so dumm. So. Danke für das Herz. Und. Na komm. Danke für das Herz. Gibt es vielleicht noch irgendwo eine Abkürzung? Nö, nicht so wirklich. Gut, das heißt also, irgendwas habe ich übersehen. Ich verstehe es nicht. Muss ich doch vielleicht in diesen dunklen Bereich... In diesen dunklen Bereich, dem ich so gut ausgewichen war. Barb verwenden. Da unten rechts jetzt, gerade da, wo auch der Charakter ist. Hundertprozentig da muss ich hin. Irgendwas habe ich da zu 100% übersehen. Wie viel Orbs habe ich denn eigentlich wieder? 4. Also aktuell, vielleicht kann ich ja sogar das zurücksetzen. Das wäre natürlich ganz nice. Dann könnte ich was anderes einsetzen stattdessen. Ah, nein. Ah, das kann ich sogar zurücksetzen. Da habe ich 7. Oder es so machen. Das könnte natürlich auch Sinn ergeben. Und das da brauche ich eigentlich gar nicht. Und wenn ich das... Das brauche ich zurzeit auch nicht und das auch nicht. Das ist so mache und... Das ist auch doof. Ja, nehmen wir das, aber das brauche ich dann halt nicht. Der schwimmende Block. Ja gut, nehmen wir den. So, und wenn ich jetzt die Seifenblase mache, zerplatzt und geht in alle Richtungen. Okay, gut. Schauen wir doch einfach mal, wie viel Schaden jetzt diese Seifenblase macht. Naja, nicht wirklich viel. So, hier war ich noch nicht runtergeklettert. Ja, dafür müsste ich 2 Blöcke erzeugen und ich sehe keinen zweiten. Das kann ich ja schon mal nicht.
Er sagte südöstlich und ich würde jetzt hier echt nach rechts gehen. Durch da. Hier hoch. Dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Darf er jedenfalls schon mal speichern. Was jetzt? Ist das Spiel abgestürzt? Oh! Ach! LOL! Das war einfach nur ein Dungeon-Eingang oder irgendwas. Oh Mann! Okay. Ne, da gehe ich nach oben. Das heißt, dann würde ich erstmal runtergehen. Da komme ich nicht ran. Das heißt also, da kriege ich demnächst irgendwas, um das zu zerstören. So welche Platten. Das heißt also dann auch so irgendwelche Bodenplatten, die ich dann zerstören kann. Hier, da ist auch nichts. Wir klettern vorsichtig runter. Ja. Damit könnte ich den Schalter jetzt betätigen. Boah, das ist schwer. Also nicht schwer, aber es ist halt mit zu timen. Okay, mit dem Orb haben wir jetzt schon mal wieder einen mehr. So. Das geht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boys, Boyd's Farm. Who's Boyd? Speicherpunkt zur Warpliste hinzugefügt. 4 von 5. Ey. That's not fucking fair. Das sieht nicht aus wie eine Farm, das sieht aus wie eine Mine. Und ich würde wetten, da unten ist erst recht nichts. Weil ich werde sicher nicht in diese Brühe springen. Was macht der Ritter hier schon wieder? Erstmal speichern. Oh, so trifft man sich wieder. Seht ihr die Schönheit dieses Ortes an. Ich habe schon so viel davon gehört, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Weißt du, das Wasser hier ist sehr korrosiv und frisst sich durch jede Hülle auch, durch Rüstung. Autsch! Vielleicht brauchst du eine Art Fluggerät, um dich hier zu bewegen. Du fühlst dich ein wenig eingeschränkt, wenn du schwere Rüstung trägst. Ich schätze, ich werde wohl weiterziehen. Halt dich von dem Wasser fern, hörst du? Okay, und wie komme ich da jetzt rauf? Gar nicht. Oh, hi. Heidi ho. Willkommen in unserem schönen Sumpfhütte. Ich bin Dale und da drüben, das ist mein Bruder Tucker. Danke, es ist wirklich schön.
obwohl das Wasser ein bisschen, naja, eklig zu sein scheint. Was hat dich dazu bewogen, hierher zu ziehen? Ah, nun, die Miete ist nicht zu schlagen. Klar, das Wasser ist ein bisschen trüb und die Moskitos sind verflucht nervtötend. Ansonsten ist hier jeden Tag wie Urlaub. Den Sumpf zu erforschen, das ist eine andere Sache. Wahrscheinlich brauchst du Flugfähigkeiten. Klingt nach einem Schatz, den ich gerne finden würde. Oh, und solltest du hier unten feststecken? Rede auf jeden Fall mit meinem Bruder, falls du es nicht schon getan hast. Er kann dir vielleicht helfen. Hey, wie bist du denn hier unten gelandet? Es mag hübsch sein und so, aber gefährlich, wenn du nicht weißt, was du tust. Oh, ich glaube, ich kann auf mich aufpassen, aber trotzdem danke. Schön für dich. Aber wenn du mal stecken bleibst, bitte nimm diese Träne. Du kannst diese in die Speicherdinger legen und sie in Warp-Dinger zu verwandeln. Frag mich nicht, was es bedeutet oder woher ich das überhaupt weiß. Müssen diese verdammten Sumpfdämpfe sein. Ich werde sie benutzen, wenn ich keinen Ausweg finde. Danke. Okay, jetzt hätten wir eigentlich erst die Tränen erst finden sollen. Nun gut. Ich frage mich trotzdem immer noch, was diese Mücken hier zu bedeuten. Ach du meine Güte. Und jetzt habe ich es nicht so geskillt, wie ich es bräuchte. Oh Mann. Ja, ich habe es fast befürchtet. Oh mein Gott. Das, hier muss ich jetzt eine Träne ablegen, Warp verwenden. Und... cool, schön, dass er mich da oben absetzen würde. Das finde ich ja nice. Ich habe den Punkt zwar noch nicht eingenommen als Speicherpunkt, aber nehme ich gerne. So, das heißt also, jetzt brauche ich doch das mit dem Wasser. So wie es aussieht. Oder wartet mal, wartet. Ich glaube nicht, dass es so vom Spiel gedacht war. Ey, hallo. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich dein Gesicht wiedererkenne. Bist du vielleicht aus dem Highland? Ich schätze, man könnte sagen, ich komme aus dem Westen. Mein Name ist Zoe. Freut mich, dich kennenzulernen, Zoe. Ich bin Boyd. Und das ist meine Farm, oder was davon übrig geblieben ist. Dieser Boden ist seit Generationen in meiner Familie, aber so wie es aussieht, bin ich vielleicht der Letzte, der ihn bestellt. Normalerweise stecke ich bis zum Hals in Tomaten und Mais, aber in letzter Zeit ist das ganze Wasser vertrocknet und meine Pflanzen mit ihm. Es ist echt verwirrend. Nun, ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt und so, aber ich könnte etwas Hilfe bei ein paar Nachforschungen gebrauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die Leute in der Vergangenheit schon um eine Menge Dinge gebeten haben. Rätsel lösen, Dinge finden, Geheimnisse enträtseln. Versteh mich nicht falsch, ich helfe gern. Es ist nur, warum ich? Nun, du siehst aus wie jemand mit einer gütigen Seele. Ehrlich gesagt habe ich bereits jemanden gebeten, sich darum zu kümmern, aber er ist immer noch nicht zurückgekommen. Lass mich raten, eine noch gütige Seele. Wenn du diesen Oldtimer helfen möchtest, dann geh bitte nach Osten zum Silvanischen Tempel. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Problem von diesem Ort ausgeht. Und was haben wir hier? Nix. Alles leer. So, und hier würde ich anscheinend runterkommen. Die Frage ist, will ich das? Ich glaube mal aktuell ja. Oder? Sieht hier danach aus, als ob es hier was geben könnte. Und da immer ich runter. Verdammt! Es war ja ein Versuch wert. Also weiter nach Osten. So, bevor ich mit dir rede, gehe ich erstmal ins Haus. Hey, hast du vielleicht meinen Papa gesehen? Er ist zum Silvanischen Tempel gegangen, um nach etwas zu suchen, aber das ist Stunden her. Ja, ich hab's ja schon verstanden, ich soll da rein. So, und wie mache ich den jetzt auf? Das hat mir natürlich mal wieder keiner, ne?
So, dann meine Trainer. Und da kann ich auch nicht lang. Das heißt also, ich muss runter. What the fuck is going on here? Perfektes Timing. Perfect Timing. On point. Was haben wir da? Okay, da ist wieder der Sumpf. Wo ich jetzt aktuell erstmal nicht hin möchte. War eine interessante Farm. Irgendwo unten in den Höhlen hat er was gepflanzt. Ach, der hat überall was gepflanzt. Das ist komisch, der Typ. Was werden wir hier eigentlich für eine Fähigkeit bekommen? Ui. Erstmal ein Nisa. So, wie ist jetzt der Tempel? Silvanischer Tempel. Wie es im Silvanischen Tempel weitergeht, das erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.